Liebe Frau Präsidentin, Damen und Herren, Erfolge von rechten Parteien, selbst bei werktätigen Schichten in Europa, sind auch Reaktionen auf mangelnde europäische Solidarität, auf deutsch-imperialistische Überheblichkeit bei Bankenrettung und vor allem bei Exportüberschüssen, was ja immer die kongruente und reziproke Spiegelung der Schulden ist. Mit der Verweigerung von Flüchtlingskontingenten wollen jetzt einige nationalistische Regierungen zurückkoffern. Aber die multiplen Krisen und die hohe Gefährdung des Euro verschärfen sich weiter. Nun hat die Kanzlerin endlich sich auf die Macron-Rede geäußert. Aber das Einzige, und wenn wir Herrn Lambsdorff folgen, das Wichtigste, was sie mit ungeteilter Freude übernimmt, sind Aufrüstung, EU-Militär und robustere Abwehr von Menschen, die auch vor deutschen Waffen fliehen. Das ist nichts für die Linke, weder wenn es aus dem Mund von Macron noch aus von Merkel kommt. Ansonsten akzeptiert Frau Merkel einen europäischen Finanzminister, aber nur als Verarmungskommissar für den Süden, während Macron zumindest in Erwägung zieht, bei wirtschaftlicher Schwäche auch antizyklisch gegenzusteuern. Aber dass ein europäischer Finanzminister jeglicher parlamentarischen Kontrolle entzogen ist, stört weder Macron noch Merkel, aber, meine Damen und Herren, es stört die Linke. Macron will ein Sonderbudget für konjunkturstabilisierende Investitionen, aber nur in der Eurozone. Und das haben wir auch wieder von Herrn Lambsdorff gelernt, ist auch das Kerneuropa. Ein Kerneuropa, lieber Herr Lambsdorff, lässt Europa zerfallen in zwei Geschwindigkeiten, sorgt für mehr Arbeitsmigranten dann aus Nicht-Euro-Ländern, aus Polen, aus Ungarn und Bulgarien. Wenn Sie das alles wollen, das hat mit dem Zusammenhalt, mit dem Kohäsionsgedanken nichts, aber auch überhaupt nichts zu tun. Ging es nach Frau Merkel, bewegte sich dieses Budget im niedrigen zweistelligen Milliardenbereich und es wäre gebunden an sogenannte Strukturreformen, ein hübsches Wort für asoziale Kürzungsdiktate und grausame Schicksale. Und das, wo doch die Kommission die Investitionslücke in der Eurozone bei 400 Milliarden sieht, das sind 15% noch weniger als vor der Krise. Macrons Forderung nach ökonomischer und sozialer Konvergenz bleibt vage, öffnet europäisch Tür und Tor für eine Art Hartz-IV-Politik. Und die Arbeitskraftverkäuferinnen und Verkäufer in Deutschland müssen dann sich auf noch schärfere Wettbewerbsbedingungen einstellen, beim Gürtel enger schnallen. Damen und Herren, Kritik von links und von Gewerkschaftsseite wurde ebenso stets abgebügelt wie Gregor Gysis Kritik 1998 an der Euro-Einführung und an der Vertragsmissgeburt EU. Aber es hat sich alles bewahrheitet. Heute fordert ja selbst Macron, deutsche Exportüberschüsse zurückzufahren durch höhere Löhne und Nachfrage. Das ist ein Punkt, auf den man in der Debatte etwas deutlicher hinweisen sollte. Und was machen Sie denn, wenn Portugal, Spanien, Griechenland, Italien eine Südwährung auflegen sollten? In Notwehr. Was machen Sie dann? Dann ist der Euro in den Hintern gekniffen und der Exportüberschuss ist auch im Eimer. Wir brauchen jetzt 2% des BIP für Forschung, gegen Jugendarbeitslosigkeit, gegen Klimawandel, gleichen Lohn für gleiche Arbeit, nationale Sozialstandards vor der Binnenmarktfreiheit und einen koordinierten Mindeststeuersatz von 25% auf Kapitalgewinne, eine Quellensteuer von 25% bei abfließenden Geldern. Steuergerechtigkeit bleibt eine Kernforderung der Linken. Und wir brauchen gerade, Frau Präsidentin, das sage ich jetzt zum Abschluss, wir brauchen gerade in Zeiten des durchgeknallten Trumplers im Weißen Haus militärischen und wirtschaftlichen Frieden mit dem europäischen Russland. Europa ist größer als die EU. Europa ist auch Russland. Darum ist Abrüstung proeuropäisch und nicht Aufrüstung. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Florian Hahn das Wort.